Herzlich willkommen zu diesem Slidecast. In diesem Slidecast lernen Sie die Organisation und Funktion des Handelsregisters. Wir betrachten den Inhalt des Handelsregisters anhand eines Musterauszugs, die Rechtswirkung der Eintragung sowie die positive und negative Publizität des Handelsregisters. Das Handelsregister ist ein öffentliches Verzeichnis, in das die rechtlichen Verhältnisse von Vollkaufleuten und Handelsgesellschaften sowie bestimmte für den Geschäftsverkehr wichtige Informationen über diese eingetragen werden. Handelsregister werden in Deutschland von bestimmten Amtsgerichten, hier spricht man von sachlicher Zuständigkeit, sogenannten Registergerichten in elektronischer Form für einen bestimmten geografischen Raum der örtlichen Zuständigkeit geführt. Online gibt es das Registerportal der Länder, zu finden unter www.handelsregister.de, in dem alle Handelsregister der BRD zusammengeführt sind und online von jedermann, gemäß § 9 HGB, eingesehen werden können. Natürlich kann auch an jedem Registergericht jeder Einsicht nehmen, denn das Handelsregister ist ein sogenanntes öffentliches Register, dann allerdings nur für den jeweiligen geografischen Bereich. Das Handelsregister ist in zwei Abteilungen gegliedert, Abteilung A und Abteilung B. In Abteilung A sind Einzelkaufleute, OHG und KG aufgeführt. In Abteilung B die Kapitalgesellschaften, insbesondere GmbH und AG. Eingetragen werden können nur sogenannte eintragungsfähige Tatsachen. Welche das genau sind, regelt das Gesetz. Einige dieser Tatsachen sind zudem eintragungspflichtig. Das heißt, das Gesetz schreibt vor, dass diese zwingend ins Handelsregister eingetragen werden müssen. So zum Beispiel Firma und Sitz des Unternehmens nach § 29 HGB oder erteilte Prokura nach § 53 HGB. In der Regel gilt, dass Eintragungen nur vorgenommen werden, wenn dies beim Registergericht beantragt wurde und, falls notwendig, in diesem Zug auch die jeweiligen Dokumente in notariell beglaubigter Form vorgelegt wurden, gemäß § 12 HGB. Die Eintragung wird anschließend durch das Registergericht gemäß § 10 HGB bekannt gemacht, und zwar chronologisch auf der Internetseite unter Bekanntmachung. Hierin zeigt sich die Kontrollfunktion des Handelsregisters. Der Registerrichter bzw. der Rechtspfleger prüft im Rahmen seiner Befugnisse als Organ der Rechtspflege die Formalien der Eintragung und bei begründetem Zweifel über die Richtigkeit der einzutragenden Tatsachen auch deren Inhalt. Zum besseren Verständnis sehen wir uns jetzt einen beispielhaften Registerauszug aus dem Handelsregister an. Dieser kann für jedes Unternehmen online auf der Website als Datei abgerufen werden, nachdem man sich registriert und eine Gebühr bezahlt hat. Unterschieden wird zum einen der sogenannte aktuelle Abdruck, in dem nur die aktuell für das ausgewählte Unternehmen gültigen Informationen enthalten sind, und zum anderen der chronologische Abdruck, abgekürzt als CD, bei dem alle Eintragungen, egal ob noch gültig oder bereits gegenstandslos, in chronologischer Reihenfolge aufgeführt sind. Letzteren schauen wir uns nun an. Sie sehen hier einen Auszug aus der Abteilung B des Amtsgerichts Düsseldorf für die Firma Thyssen Stahl GmbH. In den jeweiligen Spalten sind die entsprechenden Eintragungen zu finden. In Spalte 1 sehen wir die Nummer der Eintragung. In Spalte 2 die Firma, den Sitz, die Niederlassung und gegebenenfalls die Zweigniederlassung sowie den Gegenstand des Unternehmens. In Spalte 3 das Grund- oder Stammkapital. Spalte 4 zeigt zum einen die allgemeinen Vertretungsregeln und zum anderen den Vorstand, Leitungsorgan und geschäftsführende Direktoren. Spalte 6 zeigt die Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag und gibt Auskunft über sonstige Rechtsverhältnisse. In Spalte 7 sehen wir den Tag der Eintragung sowie Bemerkungen. Bis auf Spalte 5, die Prokura, muss alles zwingend ausgefüllt sein. Die erste Zeile zeigt die Information, die zum Zeitpunkt der ersten Eintragung in das Handelsregister für die Kapitalgesellschaft galten. Werden Änderungen vorgenommen, so werden diese in einer neuen Zeile eingetragen. Wichtig ist hierbei, dass die nicht mehr aktuellen Informationen unterstrichen sind. In Spalte 7 findet man immer das Datum der Eintragung bzw. das Änderungsdatum der jeweiligen Tatsache. Die letzte Zeile zeigt also immer die letzte eingetragene Änderung. Sie ist die aktuellste Information. Der aktuelle Abdruck setzt hier an und wirft nur die aktuell gültigen Informationen aus den einzelnen Spalten aus. Je nachdem, welche Informationen man also braucht, kann der eine oder der andere Abdruck Aufschluss geben. Bei den meisten Informationen, die im Handelsregister eingetragen sind, hat die Eintragung nur einen rein deklaratorischen Effekt.
In manchen Fällen hat die Eintragung von Informationen in das Handelsregister aber eine bestimmte Rechtswirkung zur Folge, so zum Beispiel die Entstehung von Kaufmannseigenschaften gemäß § 2 HGB oder die Haftungsbegrenzung eines Kommanditisten gemäß § 172 HGB. Man spricht dann von einer konstitutiven Wirkung der Eintragung. Dem Handelsregister kommt darüber hinaus in bestimmten Fällen auch eine Beweisfunktion zu, womit das Vertrauen des Rechtsverkehrs in seine Vollständigkeit und Richtigkeit geschützt wird. Diese sogenannte Publizitätswirkung des Handelsregisters ist in § 15 HGB geregelt. Das Handelsregister hat in dem dort gesetzlich festgelegten Umfang vertrauensschützende, aber auch vertrauenszerstörende Wirkung. Zum einen gilt, dass ein Dritter eine im Handelsregister richtig eingetragene und bekannt gemachte Tatsache gegen sich gelten lassen muss, gemäß § 15 Absatz 2 HGB. Damit schützt das Handelsregister also den Eintragungspflichtigen. Hier zeigt sich die vertrauenszerstörende Wirkung des Handelsregisters. Es wird davon ausgegangen, dass das, was richtig eingetragen und bekannt gemacht ist, auch bekannt ist. Der Dritte kann sich nicht darauf berufen, dass er auf eine hiervon abweichende unrichtige Tatsache vertraut habe. Zum anderen gilt, eine eintragungspflichtige Tatsache kann einem Dritten nur entgegengehalten werden, wenn sie auch tatsächlich eingetragen und bekannt gemacht wurde, gemäß § 15 Absatz 1 HGB. Etwas, was nicht eingetragen und bekannt gemacht wurde, gilt als nicht geschehen. Man spricht hier vom Schweigen des Handelsregisters und der sogenannten negativen Publizität. Der Dritte kann auf die Vollständigkeit des Handelsregisters vertrauen. Hier zeigt sich die vertrauensschützende Wirkung des Handelsregisters. In Ausnahmefällen kann sich ein Dritter auf eine falsch bekannt gemachte eintragungspflichtige Tatsache berufen, wenn er deren Unrichtigkeit nicht kannte. Der Dritte kann auf die Richtigkeit des Handelsregisters vertrauen. Dies nennt man die positive Publizität des Handelsregisters, gemäß § 15 Absatz 3 HGB. Hier zeigt sich erneut die vertrauensschützende Wirkung des Handelsregisters. Der Schutz knüpft hier an die Bekanntgabe an, und zwar alleine an deren Inhalt. Wir erinnern uns, die Bekanntgabe erfolgt durch das Registergericht online. Ob nur falsch bekannt gegeben, aber richtig eingetragen oder falsch eingetragen und falsch bekannt gegeben wurde, spielt dabei keine Rolle. In diesem Slidecast haben Sie gelernt, was das Handelsregister ist und wer es führt bzw. wie es geführt wird, welche Inhalte das Handelsregister wiedergibt, welche Funktion das Handelsregister hat und was man unter der Publizität des Handelsregisters versteht.